Das Wetter der Woche diesmal für Annalena Baerbock. Unsere Außenministerin, ja unsere, auch ihre, mein und deine Außenministerin, hat jetzt mit ihrem Amtskollegen Donald Blinken, Blinken oder wie, also jedenfalls mit ihrem amerikanischen Amtskollegen telefoniert und sich für Julian Assange eingesetzt. Sie hat gesagt, geht einfach nicht, es geht nicht, dass ihr die Auslieferung verlangt, Gnade vor Recht, und hat angeboten, dass der Assange in Deutschland Asyl kriegt. An sowas und das zu Weihnachten. Und zudem hat auch in einem Telefonat praktisch vertraulich der Bundeskanzler sich an den amerikanischen Präsidenten gewandt, der immer so langsam über die Bühne geht praktisch, und hat gesagt, man würde in Deutschland den Assange aufnehmen. Also in der Aktion Gnade, was auch russischen Deserteuren zugutekommt. Und es gibt ja da viele, die dann aus der Ukraine abhauen und so weiter. Und ich finde, das ist das richtige Signal zu Weihnachten. Und wir alle, die auch an der Aktion Assange mitgemacht haben, wir sind Gott froh, dass es sowas gibt. Das ist traurig, aber stimmt halt nicht. Der Scholz hat natürlich nicht telefoniert, weil der Biden hat natürlich ganz andere Sorgen. Mit dem Truthahnessen, mit Amerika, mit dem Wirtschaftskrieg gegen die EU jetzt. Da geht's richtig zu. Er hat ja keine Zeit jetzt mit dem Scholz, nicht? Der telefoniert vielleicht mal mit dem Xingping oder sowas, nicht? Aber nicht mehr. Auch die Annalena Baerbock, die reist in der ganzen Welt rum, praktisch mit ihrer grünen Botschaft. Es wird besser, nicht? Auch mit den Klimaaktivisten, nicht? Das hat ja jetzt auch der Berliner Generalstaatsanwalt gesagt. Die sind gar keine kriminelle Vereinigung. Und wir hatten ja immer gehofft in gewisser Weise, befürchtet, dass die für uns sozusagen die Scheiße wegmachen, machen die nicht, die sind keine kriminelle Vereinigung, und die sind auch diese ganze Justiz stellt sich praktisch indirekt hinter die. Wenn sie natürlich sagt, wie der Reus oder wie er heißt, der von Nordrhein-Westfalen, er sagt ja auch, ankleben geht gar nicht, nicht? Aber er meint, alle misshörig. So müsste man mit denen, nicht? Der ist auch jetzt zu Weihnachten, werden die Leute ja alle nochmal radikal, weil sie was Gutes tun wollen für die Umwelt, nicht? Und der Reus hat, alles geht, nicht? Aber es geht, in Deutschland geht ja viel, nicht? Geht ja viel, wenn man wirklich was fürs Klima tun will, das hat selbst die Taz gesagt, wenn man wirklich was fürs Klima tun will, muss man nur langsamer fahren, nicht? Da könnten wir das meiste Öl sparen, nicht? Also wir nehmen Olivenöl aus Griechenland und da sind wir bis jetzt immer gut gefahren, echt jetzt.